Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Online-Veranstaltung inklusive Demokratie, migrantische Communities und ihre Beteiligung an demokratischen Prozessen in Österreich. Dieses Event wird organisiert vom Österreichischen Institut für internationale Politik und vom österreichischen Netzwerk der Anna-Lindh-Stiftung. Ich würde vielleicht kurz erklären, was die Anna-Lindh-Stiftung ist. Sie versteht sich als ein Netzwerk der Netzwerke, in dem Zivilorganisationen der 42 euromediterranen Mitgliedstaaten seit 2005 zusammengeschlossen sind. Und in jedem Mitgliedstaat gibt es dann wieder eine Partnerinstitution, die das jeweilige Netzwerk organisiert. Und in Österreich ist dieses seit 2011 beim OIP bei uns angesiedelt. Und Ziel des Netzwerks ist es eben, den interkulturellen Dialog zu fördern und an gemeinsamen Projekten mit aktuellen Schwerpunkten wie Bildung, Kultur und der Jugend zu arbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, als österreichische zivilgesellschaftliche Einrichtung Teil des Netzwerks zu werden. Sie bekommen dann eben Zugang zu Projekten des internationalen Netzwerks, aber erhalten auch bessere Einblicke, was Mitgliedsorganisationen vom nationalen Netzwerk machen. Mehr Infos erhalten Sie dazu auf unserer Homepage www.alfaustria.org oder Sie können sich auch gerne bei mir persönlich melden. So, nun aber zur heutigen Veranstaltung. Ausschlaggebend dafür sind Studien, die am OIP zum Thema Migration in Österreich durchgeführt werden und in denen Betroffene immer wieder auf die beschränkten Möglichkeiten von MigrantInnen in Bezug auf die politische Teilhabe in Österreich zu sprechen kommen. Zum einen geht es um die Studie Politische Teilhabe im transnationalen Kontext, türkische und serbische MigrantInnen in Wien, ein Projekt, das gefördert wurde durch die Stadt Wien und das auch auf der Homepage des OIP als PDF zum Download bereitsteht. Und dann geht es noch um eine zweite Studie, Migration Ties, die aktuell aber noch nicht veröffentlicht ist. Bei der geht es um die Milieuzugehörigkeit von MigrantInnen im transnationalen Kontext. So, die wichtigsten Inhalte werden gleich von Cengiz Kühne, ab 1. April wissenschaftlicher Direktor des OIP und von Vedran Cihic, Senior Researcher am OIP, kurz vorgestellt. Im Anschluss wird Gerd Walchers, Politikwissenschaftler an der Universität Wien mit Schwerpunkt österreichische Regimelehre, Citizenship und Migrationsforschung, einen kurzen Überblick geben zur Entwicklung der Möglichkeiten der politischen Teilhabe von MigrantInnen im Kontext der österreichischen Politik. Darauf aufbauend werden Melle Kösse, die hoffentlich noch zu uns dazukommt, bei der Arbeiterkammer ist und dort auch mit einer eigenen Liste antritt, Mimtes Karakurt vom Verein Migrare in Linz und Ines Vukajlovic, ehemalige Mitarbeiterin in der Integrationsstelle der Landesregierung Oberösterreich und nun Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag, die Inhalte kurz oder eher nicht kurz, sondern dann ausführlich diskutieren anhand ihrer eigenen praktischen Erfahrungen in der Arbeit mit Migrantinnen. Und wir haben natürlich auch ein paar Fragen für Sie vorbereitet, beziehungsweise gibt es auch dann für die Zuseherinnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie können diese bitte einfach in den Chat reinschreiben. Ja, ich bedanke mich bereits jetzt sehr herzlich bei allen Teilnehmenden für ihre Zeit und auch die Bereitschaft, mit uns über dieses aktuelle Thema heute zu sprechen. Mein Name ist Karina Radler, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am OIP und koordiniere das österreichische Netzwerk der Anna-Lindh-Stiftung. Die Diskussion wird auch aufgezeichnet und wird dann abrufbar sein auf der Website der Anna-Lindh-Stiftung und auch auf der Website des OIP. So, da wir eher dichtes Programm haben, würde ich sagen, beginnen wir gleich und ich bitte dich, Cengiz, um eine kurze Vorstellung der Stadt Wien-Studie. Danke, Karina, auch für die Einleitung. Ich versuche mich kurz zu halten. Wir haben diese Studie durchgeführt aus bestimmten Gründen, weil wir natürlich ein persönliches Interesse an der Thematik haben und weil wir die Notwendigkeit sehen, auch Migrationsfragen mit den Fragen der internationalen Politik zu verknüpfen. Wir sind ja keine klassischen Migrationsforscher, sondern wir versuchen das mit Dynamiken, Entwicklungen, die wir in den Schwerpunktregionen, die wir haben, sehen, in Verbindung zu bringen. Und Anlass für diese konkrete Studie war,
die Frage, inwieweit Identität, soziale Identität, politisches Engagement von MigrantInnen prägt und auch zur Frage der Teilhabe in Österreich, wie das zusammenspielt beziehungsweise es verhindert oder eher fördert. Wir haben uns da mit der Social Identity Theory beschäftigt. Ich will da jetzt allen die Details ersparen, aber es basiert auf der Idee, dass in einem postideologischen Zeitalter Parteizugehörigkeit oder politische Zugehörigkeit zu einer politischen Gruppe, es muss nicht nur eine Partei sein, sehr, sehr stark durch soziale Identitäten geprägt sind. Es geht um In- und Out-Group-Identitäten und die Motivation ist es, also den Status und die Bedeutung der eigenen Gruppenidentität zu erhöhen bzw. zu bewahren. Wir sind in dem Zusammenhang relativ bald darauf gekommen, dass es eine eigene migrantische Gruppenidentität, wenn man so will, gibt, die durch transnationale Erfahrungen bzw. das Interagieren in transnationalen Räumen geprägt ist. Diese transnationalen Räume können sich einerseits zwischen dem sogenannten Herkunfts- oder Ursprungsland und dem Ankunftsland, aber auch mit anderen Regionen, weil ja es also Migration nicht nur in einer Bahn gibt, sondern also auch diverse Linien gibt, auch also mit anderen Ländern verknüpfen. Und hier spielen Erfahrungen eben in diesen und Interaktionen in diesen transnationalen Räumen eine wesentliche Rolle. Die Teilhabe in Österreich ist also einerseits durch sicherlich Erfahrungen im Herkunftsland oder auch der älteren Generationen im Herkunftsland, also die Sozialisierung dort, in was für einem Umfeld, ländlich, städtisch und so weiter, das spielt sicher mit auch eine Rolle. Aber es spielen auch, wie wir feststellen konnten, Diskriminierungs-, Ausgrenzungserfahrungen in Österreich, jetzt auf der negativen Seite, aber auch durchaus zum Teil positive Erfahrungen, die in Österreich gemacht wurden, mit einer Rolle für das politische Engagement. Die Grenzen für das politische Engagement werden sehr stark durch die Rechtslage in Österreich gesetzt, Staatsbürgerschaftsgesetz. Gerd Walchers wird da sicher was auch dazu sagen, nehme ich an. Also das sehr restriktiv ist in Österreich, keine Doppelstaatsbürgerschaft zulässt und noch dazu extrem teuer angesetzt ist, die österreichische Staatsbürgerschaft, wenn man die erwerben möchte. Und natürlich die Strukturen und Institutionen in Österreich, die nicht unbedingt integrativ bzw. inklusiv agieren. Und das führt dazu, dass viele MigrantInnen, die sich politisch engagieren wollen, wie politische Entrepreneurs agieren. Das heißt, auch von einer politischen Bewegung zur anderen wechseln können in Österreich, weil es eigentlich primär eben um den Status der eigenen migrantischen Gruppe geht und wie sich sozusagen das Angebot, es gibt die primäre Zielgruppe ist das und wo sich das Angebot findet, wenn als Unabhängige oder im Rahmen einer politischen Bewegung kann sich da unterscheiden. Und ich glaube, dass diese politische Entrepreneurship gibt es jetzt nicht nur auf der Parteiebene, sondern es gibt es auch eben in Form von Vereinen, eine große Vielzahl von Vereinen, die vielleicht ein bisschen die Partizipation oder die fehlende Partizipation in öffentlichen Debatten, Diskursen, MigrantInnen haben oft nicht so die Möglichkeit, sich ein Wort zu verschaffen oder Gehör zu verschaffen. Und das läuft dann oft auch über Vereine, weil eben die politischen Parteien bzw. Gewerkschaften und Ähnliches nicht sehr inklusiv sind. Ich würde hier aufhören. Es ist so das eine Grundübersicht und würde an Vedran weitergeben. Vielleicht kannst du ergänzen. Ich habe sicher einiges ausgelassen. So, immer die Suche nach dem Unmuten. Das habe ich jetzt mal geschafft. Also vielen herzlichen Dank, Karina, für die Einleitung. Und vielen Dank euch allen, dass ihr mit uns am Panel seid. Und einen schönen guten Tag auch an all diejenigen, die uns zuhören und zuschauen. Cengiz hat ein paar Eckpunkte und Ergebnisse dieser Pilotstudie, die wir für die Stadt Wien gemacht haben, bereits erwähnt.
Wir sind auch, das hat die Carina erwähnt, auch an einem anderen Projekt beteiligt. Migration Ties heißt der mit dem englischen Namen, wo es auch sehr stark um diese transnationale Erfahrung von Migranten, Migrantinnen geht. Und dazu mache ich vielleicht ein paar allgemeine Punkte, durchaus anschließend an das, was Jens gemeint hat, und vielleicht mit ein paar Fragen, die wir auch dann später in der Debatte aufgreifen können. Der Ausgangspunkt für uns, aber auch für mich persönlich bei der Beschäftigung mit diesen Themen ist die Tatsache, dass wir in Österreich seit einiger Zeit eine doch ziemlich vergiftete Integrationsdebatte haben, dass zwar diese Frage jetzt durch den Ukraine-Krieg kurzfristig verlagert wurde, dass aber angesichts auch der neuen Fluchtbewegung aus der Ukraine wir davon ausgehen müssen, leider, dass diese leidige österreichische Debatte über Integration, Aufnahme, Stichwort unter Anführungsstrichen, wie viel können wir aufnehmen, passen sie zu uns, etc., etc., auch durchaus mit einem strukturellen Rassismus belegt, dass diese Debatte auf uns zukommt, und wir sehen bereits die ersten Ausfranzungen mit diesem Vorwurf der SUVs, die in der Innenstadt parken, durch die ukrainischen Flüchtlinge. Und ich glaube, wir müssen uns auf etwas wappnen und dann natürlich auf dieser Grundlage allgemeine und strukturelle Fragen stellen, die sich aus der Forschung ergeben. Wir haben uns mit diesem Konzept der Transnationalität, der transnationalen sozialen Räume und auch der transnationalen Erfahrungen sehr stark beschäftigt. Was man durchaus feststellen kann, in Österreich ist eben ein Mangel an Anerkennung von transnationalen sozialen Räumen und von transnationalen Erfahrungen, auch dadurch, dass der Integrationsbegriff sehr einseitig ausgerichtet ist und gewissermaßen immer als eine Anpassungsleistung, als eine einseitige Sackgasse gesehen wird. Also man muss sich ständig anpassen, damit man sich integriert, und in dieser Verengung des Integrationsbegriffs zu einer Einbahnstraße ist natürlich auch sind die Kapazitäten und die Möglichkeiten und die Chancen, die sich durch die transnationalen Erfahrungen von Migrantinnen und Migranten öffnen, sind die auf jeden Fall eingeschränkt. Und hier kommen wir, und das ist vielleicht eine zentrale These, dass aus unserer Erfahrung und aus unseren Studien die Transnationalität sehr oft auch als eine Gefahr gesehen wird im politischen, gesellschaftlichen Diskurs. Wir haben ja das vielleicht auf die Spitze getrieben auch gesehen in der Pandemie, als der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz diese These vom Virus, das mit dem Auto aus dem Balkan, aus der Türkei anreist und damit durch die Multilokalität der Migranten, Migrantinnen, durch ihre Bewegung zwischen dem Herkunftsland und dem Ankunftsland hier eine Gefahr darstellt für Österreich. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, und ich glaube, das kann man sicher aufgreifen. Aber auf jeden Fall, die Transnationalität wird zunehmend als Gefahr gesehen. Und ich glaube, die Notwendigkeit im politischen Diskurs und auch dann Stichwort politische Teilhabe zu erweitern, wäre wirklich eine Anerkennung der Transnationalität als einer Chance, als einer Ressource. Und dazu komme ich am Schluss noch mit ein, zwei Sätzen. Was ich aber vorher noch kurz einbringen wollte in die Debatte, sind drei zentrale Charakteristika von diesen transnationalen Räumen, die wir in diesem Projekt Migration Ties herausgefunden haben, identifiziert haben, gemeinsam mit den Kolleginnen von der Universität Wien, Michael Parzer, Florian Riffer. Also wir haben einerseits, also das ist der erste Punkt, festgestellt, dass die transnationalen sozialen Räume sehr stark auch durch familiäre und freundschaftliche Beziehungen oder sogenannte Care-Beziehungen geprägt sind. Das heißt, zwischen Österreich und den Herkunftsländern, sei es jetzt die Türkei, sei es jetzt Balkan oder andere Staaten, existiert wirklich ein eng geflochtenes Netz aus Familien und freundschaftlichen Beziehungen, die in der Pandemie auch sehr stark durch die sozialen Medien aufrechterhalten wurden. Und diese stellen einen sehr zentralen, primären Bezugsrahmen auch für viele Migrantinnen und Migranten. Man kann hier die These aufstellen, also je stärker Migranten, Migrantinnen aus dem politischen Diskurs ausgeschlossen werden, desto stärker sind dann auch diese familiären und die freundschaftlichen Beziehungen und desto stärker verlässt man sich eben auf diese transnationalen sozialen Räume und durchaus auf die politischen transnationalen
Räume, das kann man ja auch noch diskutieren. Zweiter Punkt bei dieser Transnationalität ist, und das haben wir auch in den Fokusgruppen herausgefunden, die die Kollegen von der Stadt Wien durchgeführt haben, dass wir es stets mit einem Doppelcharakter von Verbundenheit und Bruch zu tun haben. Das heißt, auf der einen Seite haben wir bei bildungsaffinen Migrantinnen und Migranten das Gefühl, dass sie überall zu Hause sind, auch eine deutliche Ausprägung von kosmopolitischen, pluralen, kulturellen Identitäten, die partizipieren in Österreich, beteiligen sich auch an Aktivitäten in den Herkunftsstaaten. Wir, Cengiz und ich, sprechen auch von migrantischen Entrepreneurs teilweise, die hier auch in der österreichischen Öffentlichkeit eine Rolle gefunden haben, die aber durchaus aus dieser transnationalen Erfahrung schöpfen. Das ist einmal, das sind diejenigen, die überall zu Hause sind, so nah. Auf der anderen Seite gibt es das Phänomen des doppelten Fremdseins und der Tatsache, dass man immer nur stets halb angekommen ist. Das heißt, bei vielen Migranten, Migrantinnen das Gefühl, auch bei bildungsfernen Migrantinnen, Migrantinnen, jenen, die marginalisiert sind, das Gefühl, dass sie, egal was sie tun, in Österreich nicht angekommen sind und dass sie aber teilweise auch in den Herkunftsländern nicht richtig angekommen sind, weil sie entweder als Diaspora-Mitglieder betrachtet werden, nicht ganz dazugehören. Man hat das am Beginn der Corona-Pandemie auch in Serbien zum Beispiel gesehen, als Alexander Vucic in den ersten Tagen der Pandemie die Migrantinnen und Migranten, die serbische Diaspora, als eine unmittelbare Gefahr für die Existenz und für die Gesundheit des serbischen Staates bezeichnet hat. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, und damit werde ich dann auch schon langsam zum Schluss kommen, ist die Tatsache, dass diese transnationalen sozialen Räume auch auf beiden Seiten durch Diskriminierungserfahrungen unterschiedlicher Art geprägt sind. Cengiz hat das ja schon erwähnt, Gerd Wachers wird das sicher weiterführen. Es gibt eine institutionelle, tief verankerte Diskriminierungserfahrung, die viele Migranten, Migrantinnen spüren, sei es jetzt die Prozeduren bei der MA35 oder eben die Erfahrung mit dem sehr restriktiven Staatsbürgerschaftsrecht, das natürlich auch dann die Möglichkeiten der politischen Teilhabe einschränkt. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine strukturelle Diskriminierungserfahrung, sei es jetzt durch einen expliziten oder impliziten Rassismus, durch einen Ausschluss im Arbeitsprozess. Und das schlägt sich auch negativ auf die politische Teilhabe nieder. Wenn man mit so einer Diskriminierungserfahrung konfrontiert ist, ist es dann auch immer eine Verunsicherung der Identitäten und erzeugt auch gewissermaßen eine Abneigung, sich da stärker zu integrieren und zu partizipieren. Um das jetzt noch mit zwei, drei Stichworten abzuschließen zu dieser Frage, wie wichtig wäre es, dass man die Transnationalität als eine politische oder auch soziale, gesellschaftliche Ressource wahrnimmt. Ich glaube, diese Frage, der Umgang mit der Transnationalität, also wird auch für die Entwicklung der österreichischen Demokratie in der Zukunft sehr entscheidend sein. Das heißt, die Frage, wie man das Staatsbürgerschaftsrecht reformiert, wie man diese Diskriminierungserfahrungen reduziert, indem man konkret eine groß angelegte Reform der MA35 in Wien macht, wie man sich mit dem strukturellen Rassismus auseinandersetzt und wie schafft man die Voraussetzungen, dass die gelebte Transnationalität mit einer kulturellen Mobilität, mit einer Mehrsprachigkeit, mit der Fähigkeit, in mehreren Welten zu balancieren, mit dem Einsatz von interkultureller Kompetenz, dass diese auch jetzt zu einer positiven demokratischen Weiterentwicklung der österreichischen Gesellschaft, aber auch den Herkunftsgesellschaften beitragen kann. Meiner Meinung nach, wird das eine zentrale demokratiepolitische Frage für die Zukunft der österreichischen Demokratie sein, zumal wir natürlich auch diese Daten haben, dass ein Drittel der Migranten, Migrantinnen zum Beispiel in Wien vom Wahlrecht und von der politischen Teilhabe im direkten Sinne ausgeschlossen ist. So viel von meiner Seite, ein paar Skizzen und ich freue mich sehr jetzt auf die Debatte und auch auf die Fragen, die aus dem Publikum noch gestellt werden. Ja, vielen Dank, Vedran. Bevor wir wirklich diskutieren, gebe ich noch über an Gerd Walchers, bitte nur an Ihren kurzen Vortrag. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite oder schönen Vormittag besser gesagt.
Ich wurde jetzt eingeladen, hier so ein bisschen über die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu sprechen und möchte in dem Zusammenhang dann bei euren beiden Studien geht es um politische Partizipation, aber natürlich weitergedacht. Und ich werde jetzt ein bisschen auf das Wahlrecht fokussieren, weil wir uns das genauer angeschaut haben und natürlich auf Möglichkeiten der Veränderung. Also die Frage einerseits steckt dahinter, warum ist das so, wie es ist und wie kann es geändert werden? Und zum Ersten, warum ist das so? Also warum ist dieser, Vedran hat es jetzt gerade erwähnt, in Wien ist ein Drittel der Wienerinnen und Wiener im Wahlalter sind eigentlich vom Wahlrecht ausgeschlossen. Warum ist das so? Da spielen natürlich zwei Dinge, rechtliche Dinge zusammen. Zum einen gibt es eine Verknüpfung des Wahlrechts prinzipiell auf allen Ebenen in Österreich mit einer bestimmten Staatsangehörigkeit. Und auf der anderen Seite gibt es in Österreich ein sehr restriktives, ausschließendes Staatsangehörigkeitsrecht, das den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft sowohl bei der Geburt als auch durch Einbürgerung sehr restriktiv handhabt. Es gibt da zahlreiche, vor allem bei der Einbürgerung, zahlreiche und hohe Hürden, die zudem auch sozial selektiv sind. Stichwort Gebühren, aber auch Einkommensvoraussetzung. Und quasi das Zusammenwirken dieser beiden Dinge, zum einen die Verknüpfung des Wahlrechts an die Staatsbürgerschaft und zum anderen das restriktive Staatsbürgerschaftsrecht, führt eben dann dazu, dass ein und im Übrigen stetig wachsender Anteil der Bevölkerung vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Also wie hoch ist dieser Prozentsatz? In Wien sind das jetzt da über 30%, damit war bei der letzten Wienwahl, bei der letzten Gemeinderats- und Landtagswahl im Jahr 2020 im Herbst die größte Gruppe, diejenigen, die vom Wahlrecht ausgeschlossen waren und sozusagen erst ein viel kleinerer Anteil derer hat dann eine der Parteien gewählt, nämlich quasi die größte Partei, die SPÖ. Also nur um diese Dimensionen auch sich zu vergegenwärtigen, sind wienweit 480.000 Menschen im Wahlalter nicht wahlberechtigt und 300.000 haben die SPÖ gewählt als die stimmenstärkste Partei. So ist dieser Wahlausgang sozusagen zu interpretieren. Und österreichweit liegen wir da bei einem Anteil von rund 17%. Beide sowohl in Wien, wo sozusagen dieses Phänomen immer viel stärker zutage tritt, als auch in Österreich. Allgemein hat sich dieser Wert in den letzten 20 Jahren nahezu verdoppelt. Das heißt, da ist auch eindeutig erkennbar, dass das eine Entwicklung ist, die von selbst sozusagen nicht endet, sondern sozusagen nur durch die Veränderung der politischen Rahmenbedingungen. Durch das Staatsbürgerschaftsrecht wird hier also massiv Ausschluss produziert. Und warum ist das so? Weil das politisch so gewollt ist. Ich glaube, das muss man auch ganz eindeutig sagen. Das Staatsbürgerschaftsrecht ist sozusagen eines, das im Nationalrat als Gesetz beschlossen wird von den jeweiligen Mehrheiten, die dort bestehen. Und hier gibt es eine Entwicklung seit den 90er Jahren, dass es zahlreiche Reformen gegeben hat. Das Staatsbürgerschaftsrecht wurde eigentlich häufig geändert. Also das aktuelle Gesetz ist aus dem Jahr 1985 und es gab über 20 Änderungen. Und in der Regel sind diese Änderungen restriktive Reformen gewesen, wo sukzessive mehr Kriterien eingeführt worden sind und die bestehenden Kriterien erhöht wurden. Und jetzt kann man fragen noch einmal, ja, aber warum ist das so und warum ist das gewollt? Und ich glaube, da ist einer der zentralen Faktoren eine Partei, die lange nicht in der Regierung war, also eigentlich nicht die Möglichkeit hatte, die Geschicke zu lenken, aber die beiden anderen Parteien, nämlich die ÖVP
und die SPÖ sehr stark vor sich hergetrieben hat. Also der Diskurs, Herr Wedran hat es vorhin schon gesagt, war vergiftet. Dem kann ich mich anschließen. Migrationspolitik im Allgemeinen und Staatsbürgerschaftspolitik im Besonderen war stark dominiert durch die Position der FPÖ, die wiederum stark von sowohl der SPÖ als auch von der ÖVP übernommen wurde, sozusagen in der Befürchtung da, Stimmen von Wählerinnen und Wählern an die FPÖ zu verlieren bzw. wieder zurückzugewinnen. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Rede vom hohen Wert der österreichischen Staatsbürgerschaft, die nicht verschenkt werden soll, fast ein politischer Konsens dieser drei Parteien in Österreich war. Und entsprechend ist eben dieses Gesetz dann auch gestaltet worden. Zudem muss man sagen, dass Staatsbürgerschaftspolitik gerade in Österreich stark symbolisch aufgeladen ist. Also das ist nicht nur reine Sachpolitik, sondern das ist auch symbolische Politik. Staatsbürgerschaft ist eine Art gesellschaftlicher Platzanweiser. Da kommt es zur eigenen Überhöhung und zur Abwertung des anderen. Also wenn ich sage, die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und ich selbst habe diese Staatsbürgerschaft, dann ist damit natürlich eine Aufwertung der eigenen des eigenen und derer, die diese Staatsbürgerschaft haben, verknüpft und eine Abwertung derer, die diese Staatsbürgerschaft sich erst hart erarbeiten und verdienen müssen nach den Kriterien, die ich sozusagen definiere. Und schließlich und zuletzt ist dann auch noch so quasi Kritik von progressiver Seite dazugekommen, also Grüne, Liberale oder aktuell Neos haben diese Positionen ein bisschen kritisiert und angegriffen. Und das hat auch dazu geführt, dass beispielsweise bei der SPÖ sie sich lange Zeit überhaupt nicht positioniert hat. In dieser Überlegung, dass das strategisch, taktisch schlauer ist, sich weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite zu positionieren, um ja nicht weder nach links oder nach rechts Stimmen zu verlieren. Und das hat eben dann dazu geführt, dass es hier keinerlei Vorschläge für Reformen gegeben hat. Bis zuletzt, Stichwort SPÖ, 2021 erstmals seit Jahren ein Reformpapier präsentiert wurde, wo einige wichtige Punkte aufgegriffen werden und wo man aber an der Reaktion, wie das in den Medien und von den politischen Kontrahentinnen aufgegriffen wurde, schon auch wiederum erkennen kann, wie die politischen Rahmenbedingungen hier in Österreich aussehen. Der letzte Punkt, den ich jetzt hier erwähnen möchte, ist ja die Frage, okay, und wie kommen wir davon weg? Also wie können wir dieses Problem lösen, dass dieser Ausschluss vom Wahlrecht stetig steigt? Und da gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten, die sich da so gleich mal anbieten. Das eine ist natürlich, das Staatsbürgerschaftsrecht progressiv zu reformieren, dass es inklusiver wird. Das ist möglich. Das Staatsbürgerschaftsrecht ist ein einfaches Gesetz. Ich habe erwähnt, dass es häufig in den letzten Jahren allerdings in die gegenteilige Richtung geändert wurde. Dazu braucht es aber eben diesen politischen Willen. Und mit der SPÖ ist da erstmals ein Punkt gesetzt worden, wo sich dann auch die Grünen, wo sich auch die Neos ein bisschen positionieren mussten. Und sozusagen die Frage steht im Raum, wie eine alternative Koalition zur derzeitigen. Übrigens, da ist das Staatsbürgerschaftsrecht mit keinem Wort erwähnt worden. Also auch da gab es den Versuch nicht von den Grünen, in einer alternativen Regierung zur Vorgängerregierung hier etwas zu verändern zu wollen, sondern das war ausgeklammert. Also das wäre sozusagen rein rechtlich mal relativ einfach möglich, weil es nur ein einfaches Gesetz ist und einen Mehrheitsbeschluss im Nationalrat braucht. Und politisch ist das noch nicht sozusagen ausverhandelt. Auch innerhalb der SPÖ ist das noch nicht Common Sense, so wie ich den Eindruck habe, sondern da gibt es sehr wohl unterschiedliche Positionierungen, was das bedeutet. Und die andere Seite wäre natürlich eine Entkoppelung des Wahlrechts von der Staatsbürgerschaft und zu man öffnet das Wahlrecht auch für Nicht-Staatsangehörige auf einer bestimmten Ebene oder auf allen Ebenen. Vorweg möchte ich sagen, diese beiden Lösungsstrategien, die schließen einander auch nicht aus. Das ist nicht ein Entweder-Oder, das kann sehr wohl ein Sowohl-als-auch sein.
Und jetzt kann man sagen, okay, und wie realistisch und wie wahrscheinlich ist das? Das ist natürlich deutlich schwieriger, denn das Wahlrecht, dass das an die Staatsbürgerschaft knüpft, beziehungsweise bei den EP-Wahlen und bei den Kommunalwahlen an die Unionsbürgerschaft, das ist Verfassungsrecht. Das heißt, da braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, dass das geändert wird. Das heißt, sozusagen, da braucht es einen viel breiteren politischen Konsens, der aus der derzeitigen Situation nicht erkennbar ist. Und sozusagen deutlich schwieriger machbar ist. Und zudem ist natürlich eine Entkoppelung des Wahlrechts von der Staatsbürgerschaft auf einer nationalen Ebene, also beispielsweise für den Nationalrat oder für die Bundespräsidentschaftswahlen, tatsächlich im internationalen Vergleich etwas Außergewöhnliches. Es gibt nur sehr wenige Länder, eine Handvoll, 5 Staaten sind das weltweit, die das allgemeine Wahlrecht für das nationale Parlament von der Staatsbürgerschaft entkoppelt haben und sind alles ein bisschen spezielle Fälle. Auf der anderen Seite aber ein Wahlrecht auf der kommunalen Ebene für Nichtstaatsangehörige ist weltweit und besonders auch in Europa weit verbreitet. Gerade auch innerhalb der Europäischen Union gibt es einige Staaten und hier wäre Österreich so eines von vielen, wenn es zu einer Reform käme, wo nicht nur UnionsbürgerInnen dann auf einer kommunalen Ebene, sondern beispielsweise auch Drittstaatsangehörige wahlberechtigt sein könnten. Damit möchte ich auch hier mal einen Punkt machen und alles Weitere sozusagen bleibt uns für die Diskussion offen. Okay, ja, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Bevor ich es vergesse, würde ich noch kurz auf den Kommentar verweisen im Chat von Sigi Kühn. Da geht es um einen Erfahrungsbericht, wo beschrieben wird, dass man auch ohne Staatsangehörigkeit die Möglichkeit hat, da ist das Beispiel SPÖ angeführt, über Anträge sie zumindest einzubringen und diese Anträge dann sobald sie passende Mehrheiten finden, die dann auch auf Landesebene und Bundesebene weitergereicht werden. Ja, das klingt ein Prozess durch die Hintertür sozusagen. Ich würde jetzt gern die Diskussion starten, an denen Sie natürlich alle beteiligen können. Ich würde nochmal gern zurückgehen auf eine Aussage, die der Vedran angesprochen hat, mit diesen 3 Punkte auf der transnationalen Ebene, wo bei einem gewissen Ausschluss dann sehr stark auf Familien- und Freundesbeziehungen eingegangen wird. Und ich hätte da gern eine Frage gerichtet an Mümtaz Karakurt, und zwar, was bedeutet das langfristig für die Zukunft von Österreich, wenn sie die Menschen dann vielleicht eher auf andere Beziehungen fokussieren? Führt es dann eher zu Entkoppelungen von der Mehrheitsgesellschaft oder wie würden Sie das einschätzen? Sie sind noch, Sie haben das Mikrofon nicht eingeschaltet. Ja, genau. Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Wenn Menschen ständig hören, du gehörst nicht dazu, sogar Kinder, die in der zweiten, dritten Generation, die hier geboren, aufgewachsen sind, werden immer wieder in der Schule aufgefordert, wie macht man bei euch? Wie denkt man bei euch? Also es wird immer wieder sozusagen dieser Anderssein wird markiert und du gehörst nicht dazu. Also im Gegensatz zu inklusive, irgendwann wendet man sich natürlich, man entwickelt nicht dieses Zugehörigkeitsgefühl, wendet man sich von dieser Dazugehörigkeit weg und wendet man sich ins Ausland oder andere Ideologien, andere Ansprechperson, die jemand akzeptiert, respektiert. Ich glaube, dass mit der Zeit, wenn wir diese Mehrfachzugehörigkeit nicht akzeptieren, wenn wir Menschen, die über Generationen hier leben, hier arbeiten, ihnen nicht Verwirklichungsmöglichkeiten anbieten, dann wird es eben mit der Zeit diese Exklusion passieren. Und die Inklusion wird eben jetzt, die Teilhabe wird sowohl rechtlich nicht möglich gemacht und auch vielfach merken wir, dass tatsächlich nicht nur darum geht, dass man die Möglichkeit bekommt,
sozusagen wählen zu gehen, mitbestimmen zu können, sondern auch im Alltag hat man die Möglichkeit nicht, sozusagen Macht wird nicht geteilt. Es ist zwar nett, dass ich bei irgendeiner Gruppe oder Partei Mitglied sein kann, aber man hat sehr eingeschränkte Möglichkeit. Irgendwie hat man das Gefühl, man ist träge, defizitträge, man muss sich integrieren, man wird Empowerment-Möglichkeiten bekommen, aber sozusagen eine Bereitschaft, eigene Macht mit anderen zu teilen, wenn es rechtlich auch nicht steht, ist auch nicht möglich. Ich meine, ich habe Mitte 80 gesehen, dass es wichtig ist für Migranten, Migrantinnen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Ihr probiert mich zu engagieren. Es war nicht nur, dass ich nicht als Betriebsrat gewählt werden dürfte, sondern es war auch nicht möglich, an die Strukturen anzudocken, irgendwie sich zu realisieren. Und irgendwann fühlt man sich auch nicht ernst genommen. Man will auf der einen Seite sozusagen, man wird aufgefordert, integriert, ich sei ein Teil dieser Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite ist die Möglichkeit sozusagen nicht gegeben. Staat schützt dich nicht, indem sie diese Hürden, Integrationshürden sozusagen eliminiert, beseitigt. Umgekehrt, man kriegt sogar Hürden. Und auch die Staatsbürgerschaft, was Gerhard gesagt hat, wird als sozusagen als Belohnung am Ende der gelungenen Integration gesetzt, nicht als Mittel zu mehr Partizipation und mehr Möglichkeiten. Also, ja, war, glaube ich, ein bisschen zu weit ausgeholt, aber ich hoffe, dass Sie die Frage soweit. Na danke, das passt sehr gut. Ich hätte dazu noch eine ähnliche Frage an Ines Vukajlovic, weil Sie ja mit Migrantinnen-Selbstorganisationen sehr viel gearbeitet haben. Hat sich da was verändert? Weil das jetzt das Beispiel braucht, wann es in die 80er Jahre war das nicht möglich. Gibt es da jetzt Veränderungen mit Migrantinnen-Vereinen? Meinen Sie jetzt mit der Teilhabe oder wie man sich in Vereinen engagieren kann? Ja, dass man dadurch dann Teilhabe erreicht, genau. Mhm, genau. Also ich kann jetzt für Oberösterreich sprechen. Wir haben über 100 migrantische Organisationen oder Vereine, die zumindest formell so gemeldet sind. Und da gibt es halt darüber hinaus auch noch viel mehr Initiativen. Also jetzt ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel durch die Fluchtbewegung aus der Ukraine. Also die ukrainische Community, die vorher halt eher nicht sehr vernetzt war, sondern eher in kleineren Grüppchen aktiv war, haben sie jetzt zusammengeschlossen und haben zum Beispiel einen Infopoint für Geflüchtete gemacht, wo teilweise jetzt auch schon Menschen, die vor 3-4 Wochen kommen sind, jetzt auch mit dabei sind und sie engagieren und Informationen ausgeben oder halt weiterhelfen und die ganze Organisation und die ganzen Fragen irgendwie versuchen, gemeinsam zu managen und zu lösen. Also das ist schon eine Möglichkeit, wie sich Migrantinnen oder Menschen in Vereinen oder in Selbstinitiativen organisieren können. Sie haben natürlich einen weiteren, also jetzt nicht nur Info und die erste Anlaufstelle, so wie melde ich mich an oder wo komme ich jetzt zum Job oder wie bringe ich mein Kind in die Schule oder in den Kindergarten, sondern durchaus auch in der politischen Teilhabe. Also einerseits, sie zeigen halt auch Missstände auf, wie jetzt schon angesprochen worden ist, wann es schwierig ist, dass ich mich in einer Gewerkschaft organisiere oder dass ich irgendwie politisch teilhabe oder wählen kann, sind Vereine halt schon noch ein guter Andockpunkt, um sie auch ins Gespräch mit reinzunehmen. Also nicht nur über Vereine und über Migrantinnen und Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen. Und die institutionalisierte Form gibt uns halt eine Möglichkeit, mit Interessensvertretungen in Kontakt zu treten und schauen, was können wir denn besser machen. Das natürlich decken jetzt Vereine oder Initiativen nicht die gesamte migrantische Bevölkerung ab. Die ist ja auch, oder die Community sind auch sehr unterschiedlich, aber es ist zumindest ein Teil davon. Und eine Möglichkeit, wie man sie auch zum Beispiel in Vereinen engagieren kann, also in Oberösterreich haben wir zum Beispiel die Black Community, die halt Beratungstätigkeit macht, oder JAPO, das ist halt eine Organisation Women of Color, die auch Bildungsarbeit betreiben und die schon auch mit Bildungsdirektionen, mit den Institutionen in Kontakt treten und auch so versuchen, politisch einzuwirken und eine politische Teilhabe zu haben. Das größte Gut ist natürlich, wenn man wählen kann,
wenn man zugelassen ist oder wenn man sich selber zum Beispiel für Wahlen aufstellen kann und selbst gewählt werden kann. Also das ist ja dann auch eigentlich der nächste Schritt, dass man direkt mitsprechen kann und direkt mit am Tisch sitzt und mitentscheidet. Jetzt müssen wir wieder einschalten. Danke. Sie haben es ja schon angesprochen, Sie sprechen für Oberösterreich. Kann man da ein Gefälle beobachten eigentlich zwischen Stadt und Land? Merken Sie da Unterschiede auch zwischen solche Gruppierungen in Linz beispielsweise und am oberösterreichischen Land? Also es ist schon so, dass halt in den Ballungsräumen ist eh klar, jetzt in den drei Städten Linz, Steyr und Wels, wo automatisch eine höhere Bevölkerungsdichte ist und eine mehr migrantische Bevölkerung da ist, da gibt es halt auch mehr Vereine oder mehr Organisationen. Am Land ist es unterschiedlich. Also ich kann es jetzt nur zum Beispiel von den Vereinen, die halt schon länger existieren, das ist halt die Ex-Youth-Community oder aus der türkischen oder kurdischen Community, da gibt es schon noch Vereine, die teilweise 20, 30 Jahre existieren und die dann schon bestimmte Strukturen haben. Aber das ist ein bisschen abhängig davon, wie lange die Menschen so da sind, wie groß die Community ist, wie gut sie organisiert sind. Ich glaube, neben dieser Vorteile, die ich genauso sehe, gibt es auch Nachteile, solange wir demokratische Strukturen nicht haben, solange die Menschen nicht nach ihren Einstellungen, Ideologien, nach ihren Vorstellungen mitbestimmen, mitarbeiten können, auch die Möglichkeit nicht erhalten, dann besteht natürlich Gefahr, umgekehrt sich ethnisch so abzukapseln. Und gerade deswegen sind viele Vereine, besonders von älteren Communities wie aus ehemaligen Jugoslawien, aus der Türkei, die sind weniger nach Interessen, nach Ideologien oder ähnlicher, sondern viel, viel stärker ethnisch-religiös geprägt. Und da besteht im ländlichen Raum auch sozusagen fast einzige Möglichkeit, und das wird dann als Migrantinnen-Selbstorganisation bezeichnet, die aber viel stärker zur Ethnisierung beiträgt. Also diese Gefahren müssen wir genauso sehen. Das heißt, undemokratische Verhältnisse zwingen Menschen eigentlich sozusagen zu diesen nicht gewünschten Ethnisierungen. Voll, das ist ein guter Punkt. Also was vorher angesprochen worden ist, wenn ich immer wieder Diskriminierungserfahrung habe und wenn ich eigentlich überall ausgeschlossen bin und nirgendwo wirklich einen Zugang habe, dann ist halt eine migrantische Selbstorganisation die Möglichkeit, wo ich andocken kann, wo ich vielleicht die Identität, die identitätsstiftend ist und die halt oft auch auf nationalen oder ethnischen Linien halt basiert. Und da finde ich, müssen wir auch dagegen steuern. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin zugehörig und ich muss mich nicht über den Verein einbringen oder das ist nicht der einzige Ort, wo ich angenommen werde und wo man mich hört, dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich mehrere Identitäten habe und das nicht nur über diese Organisation machen muss. Das sehe ich absolut genauso. Cengiz, bitte. Ja, ich wollte da gleich darauf reagieren, wenn ich darf. Ich kann dem nur zustimmen und wollte es nur ergänzen, dass auch in vielerlei Hinsicht die Integrationspolitik, die immer darauf pocht, dass sich Leute stärker eigentlich auf das, was die Integrationsdebatte und Politik hinausläuft und was gefordert ist, ist sozusagen die Anpassung der Menschen, dass Unterschiede so wenig sichtbar sind wie möglich. Das ist so das Idealbild der Integration, das vermittelt wird. Und gleichzeitig werden zum Beispiel, weil das vorher diese Ethnisierung angesprochen wurde, werden zum Beispiel religiös konnotierte Vereine und Organisationen indirekt eigentlich auch immer mitgefördert. Das heißt, es kommt auch zu einer Konfessionalisierung von bestimmten Problemen. Also Ansprechpartner sind dann oft gern Moscheenvereine oder die islamische Glaubensgemeinschaft oder so, weil der Ansatz da ist, dass man über Religion oder religiöse Thematiken bestimmte Dinge ansprechen kann und sollte. Und das ist irgendwie auch kontraproduktiv, weil es nicht nur zu einer Ethnisierung, sondern auch zu einer sozusagen Stärkung der konfessionellen, ich meine, das ist ja kein Problem, finde ich, wenn jemand eine religiöse Identität hat. Es ist überhaupt kein Problem, auch die ethnische Identität nicht. Nur es ist widersprüchlich mit dem, was eigentlich die Integrationspolitik irgendwie
fordert und befördern möchte. Ne? Mhm. Danke. Ich hätte noch eine sehr allgemeine Frage, die ich jetzt gar nicht an wen bestimmten richten möchte, aber die Frage ist, was heißt eigentlich inklusive und ab wann fühlen sich die Menschen auch eher inkludiert? Ist das dann eher anhaltender Zustand, dass man sich eben nicht inkludiert fühlt, oder gibt es da Abstufungen? Wie kann man sich das vielleicht vorstellen? Darf ich da gleich, ja, vielleicht. Ich glaube, Inklusion passiert nicht so, in den meisten Fällen nicht so von allein, sondern muss, braucht Leute, die das aktiv vorantreiben. Das heißt, es ist ein aktiver Part drin. Das ist nicht etwas, was irgendwie passiv zustande kommt. Und ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung ist die Anerkennung die Anerkennung, dass die andere Identität, die sich in irgendeiner Form unterscheidet, und da gibt es auch eine große Diversität, gleichwertig ist wie meine und auch einen Raum und eine Möglichkeit hat, sich zu äußern. Auch die Meinungen sind sozusagen gleichwertig. Ja? Und ich glaube, das ist so die eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen der Inklusion, Akzeptanz, dass es Unterschiede gibt und die Anerkennung, dass diese Unterschiede gleichwertig sind. Ja? Mir fällt kein anderes Wort ein, dass es da keine Wertigkeiten gibt, dass eine Meinung mehr wert ist als die andere oder die eine Identität mehr wert ist als die andere. Und ich glaube, in so einem Umfeld, das ist einmal die Voraussetzung, dann braucht es noch irgendwie einiges an aktivem Zutun, dass man Leute nach ihrer Meinung auch aktiv fragt. Ich glaube, das ist auch, also, und die Meinung an sich anhört und das aushält, dass es da auch Unterschiede gibt, ist auch ein Prozess, der wichtig ist für die Inklusion. Wir hätten jetzt noch einen Zuschauer, der gerne oder der seine Hand hebt, ich gebe jetzt gerne die Sprecherlaubnis. Livinus Nwoha. Ja, also danke auf jeden Fall für die Einladung und danke auch für diese großartige Studie. Ich habe mir das Ergebnis angehört und das bestätigt unsere Erfahrungen hier. Ich spreche aus Graz, Verein Ickenbau, man diese Vereins seit 2015, also 2007, sind wir in Graz tätig. Unsere Erfahrung nach, es ist denn schwierig, in Österreich sich als gleichwertige Bürger oder Bürgerinnen also zu sagen. Wir spüren das meistens bei unseren Kindern, die Kinder, die schon hier geboren sind, die egal, in welche Schulstufen, auch auf der Straße, besonders wenn sie anders ausschauen, wenn sie schwarz sind oder Kopftuch tragen oder einen gewissen Akzent beim Sprechen zeigen, dann haben sie ein großes Problem. Ich möchte alles zustimmen und besonders auch die Tatsache, dass ganz bewusst das an Ausschlussmechanismen im System Österreich eingebaut ist. Für Migrantinnen in verschiedenen Facetten, in verschiedenen Lebensbereichen. Nehmen wir mal an, jetzt, die Ukraine-Krise ist groß, ist da, jeder ist traurig über diese Umstände. Aber da gibt es schon eine gewisse Differenzierung. Sogar der Innenminister hat bestätigt, dass eine gewisse rassistische Mechanismen im System eingebaut ist. Also Menschen, die nicht zu europäischen Ländern gehören, sind zwei Klasse Menschen, wenn es um Migration und Integration geht. Also tatsächlich ist es ein großes Problem für uns, auch in unserer Arbeit. Sogar in Graz. Graz wird als Menschenrechtsstadt zelebriert. Da hatte man auch hier einen Migrantenbeirat, dass man zur Stadtregierung zugehört. Aber tatsächlich ist es nur eine Image-Kampagne, also eine Image, Darstellung von Graz. Aber die rassistische
Strukturen, der Ausschlussmechanismen im System hier. Ich frage mich, als die erste Generation von Migrantinnen aus afrikanischem Land, wie können wir damit umgehen? Unsere Kinder leiden darunter. Viele Kinder leiden darunter, solange sie Schwarzhaarfarbe haben, solange Kopftuch tragen. Es ist unerträglich. Ich bin schon zu alt, ich kann diese Dinge noch einmal zum Teil darüber lachen. Aber es tut mir so weh, wenn ich Kinder, Jugendliche sehe, die jeden Tag, egal in welchem Lebensbereich, sie werden diskriminiert, nicht nur politisch, sondern ausgeschlossen. Jugendliche bekommen keine Lehrstelle, weil sie schwarz sind. Sie haben Abschlüsse, sie bekommen keine Arbeit, sie werden nicht zu Bewerbungen eingeladen. Und ich frage mich, wenn Sie schon so weit sind mit dieser Studie, was kann man machen? Es ist so traurig, es tut so weh. Und das würde mich so einbringen, noch dieses Gefühl ausdrücken. Danke. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Karina, kann ich vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen? Gern. Na, ich wollte nur noch mal, also vielen herzlichen Dank, Levinus, für den Beitrag. Und da sieht man ja auch, wie schmerzlich diese Diskriminierungserfahrung individuell ist. Und ich glaube, diese grundlegende und sehr starke Ausprägung des strukturellen Rassismus in Österreich, aber auch in vielen anderen europäischen Staaten, ist in der Tat meiner Meinung nach eine der tiefsten Problemstellen auch der westlichen, der österreichischen Demokratie. Man sieht das jetzt auch an der Debatte über die ukrainischen Flüchtlinge, wo wir auch am Beginn der Flüchtlingsbewegung diese doch rassistisch motivierte Trennung von echten Ukrainern und sehr vielen afrikanischen Studierenden, die in der Ukraine studiert haben, auch gesehen haben. Und das schlägt sich dann auch im öffentlichen Diskurs nieder. Immer die Frage, die sich immer wieder stellt, also was sind denn die Schritte, was muss man denn tun, um diesen Zustand tatsächlich zu verändern? Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die gezogen werden sollten. Aber ich glaube, da liegt auch eine sehr, sehr große Verantwortung auch am Aufnahmeland, an der österreichischen Gesellschaft und auch an den österreichischen politischen Parteien. Ich habe die Vergiftung des Integrationsdiskurses erwähnt. Und in den letzten 30 Jahren ist dieser Diskurs nicht nur von den Freiheitlichen vergiftet worden, sondern auch durchaus von den großen Volksparteien. Auch die Sozialdemokratie hat in den 90er Jahren eine unrühmliche Rolle gespielt. Wir erinnern uns noch an den Innenminister Löschnack, an sehr restriktive Gesetzgebung auch in diesem Bereich. Wir haben natürlich jetzt die letzte Phase der Ära kurz vor unseren Augen, wo dieser strukturelle Rassismus unterschiedlich genährt wurde und wo diese Rechtshinwendung, also zum rechten Diskurs, auch sehr stark die österreichische Gesellschaft geprägt hat. Und ich glaube, da braucht es eine grundsätzliche Verschiebung. Die muss einmal auch damit einhergehen, dass man ein sehr starkes politisches Bekenntnis zu Österreich als Einwanderungsgesellschaft macht, dass man diejenigen strukturellen und institutionellen Diskriminierungsmomente wegnimmt einfach und dass man dann aber auch wirklich auf der untersten Ebene offensiv im Bereich der Bildung, im Bereich der migrantischen Vereine, im Bereich auch der Erwachsenenbildung in einen systematischen antirassistischen Diskurs und eine gewissermaßen eine Grundposition der Gesellschaft investiert, die dann über einen längeren Zeitraum auch zu einer Veränderung beitragen kann. Das ist eine Dimension. Die zweite Dimension ist die Frage, wie man auch aus den Migrantinnenkreisen heraus mit einem stärkeren, deutlicheren oder öffentlich sichtbaren Engagement dazu beitragen kann. Ich glaube, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Initiativen, denen man vielleicht auch noch mal stärker zur Sichtbarkeit verhelfen soll, weil das ist dann natürlich, die Sichtbarkeit trägt auch dazu bei, dass Dinge thematisiert werden und wenn sie thematisiert werden, dass es da vielleicht auch womöglich eine Veränderung des Diskurses gibt. Danke, Vedran. Levinus hat noch einen Kommentar dazu, den hole ich gern wieder dazu.
Genau, danke. Also auch für diese Ergänzung, für diesen Beitrag zu meinen Kommentaren. Natürlich, also ich kann auch aus meiner Erfahrung, aus unserer Erfahrung als Verein, natürlich, die Migrantinnen können sich stark einbringen, sie können sich organisieren, sie können schon was bewegen, aber wir müssen feststellen, dass wir uns die Rahmenbedingungen, die wir brauchen, auch sogar die Integrationsarbeit irgendwie zu unterstützen, wird uns nicht gegeben. Also wir werden nur immer hingehalten, immer wieder, egal ob es im Bildungsbereich oder Sprachangebote oder im Gesundheitsbereich, wenn man einen Antrag stellt, wenn man sagt, was die Menschen brauchen, sich auch hier wohlzufühlen, unterstützen. Seit 15 Jahren bekämpfen wir schon noch. Und das betrifft alle Migrantenorganisationen. Natürlich, es passiert immer, wenn es um das Thema geht, Integration von Migrantinnen, betrifft die Großorganisation, aber wir, die kleinen Organisationen, die Community-Arbeit hier in Graz, in der Steiermark vollziehen, diese Menschen aufsuchen, aufklären und sie wollen sie begleiten, damit sie sich auch gut auskennen können. Wir werden auch nicht unterstützt, entsprechend unterstützt. Und das ist die Frage. Da haben wir kein Lobby. Dass wir diese Lobby nichts haben oder weniger Lobby haben, ist für uns ein großes Problem. Und ich frage mich, die nächste Frage ist, gibt es auch Stiftungen, die vielleicht auch unser Engagement, das Engagement von Migranten, Vereine, nicht nur vom staatlich abhängig zu bleiben, sondern dass unser irgendwie unterstützt, auch wenn es geht um Lobbyarbeit. Danke. Danke. Ja, Cengiz. Ja, ich springe ein, wenn sonst niemand was sagt. Das ist ein Problem, dass es in Österreich wenig nichtstaatliche Quellen der Finanzierung gibt. Da gibt es in Deutschland ganz andere, ist eine andere Situation. Da gibt es große Stiftungen und einige davon, wie zum Beispiel die Stiftung Mercator, die sich wirklich Fragen der Integration, der Diversität gewidmet haben und da auch großartige Projekte zum Teil fördern. Sowas fehlt in Österreich und das ist die fast eine vollkommene Abhängigkeit vom österreichischen Staat, also beziehungsweise staatlichen Institutionen, die fördern oder eben nicht fördern. Und ich glaube, es ist umso empörender, wie wenig Geld für bestimmte Dinge ausgegeben wird, für eine Frage, die angeblich so oben auf der Agenda steht wie die Integration, wo es dann konkret um die Umsetzung von Projekten, von wichtigen Dingen an der Basis geht, dann ist immer das Geld knapp. Und ich finde es eben umso empörender, wenn man sich anschaut, was da für Gelder verschoben werden, wenn wir jetzt da diese Chats von denen hören, wo also unglaubliche Beträge hin und also es ist nicht so, dass es kein Geld gibt. Und ich glaube, das hat ja Gerd Walchers vorher auch angesprochen, es gibt halt einen politischen oder keinen politischen Willen, in dieser Frage etwas wirklich konstruktiv, inklusiv zu ändern. Es ist diese populistisch geprägte Politik, die zwar immer auf Integration pocht, aber das ist ja ein Begriff, der nie genau wirklich ausdefiniert ist. Es weiß auch keiner, was jetzt ganz konkret damit gemeint ist. Das kann man auch immer noch weiter hochschrauben, die Bedingungen für den Umstand, wann ist denn jetzt jemand wirklich integriert. Ich sage, es geht eigentlich in dieser Debatte vor allem darum, dass niemand, also es ist genau das Gegenteil, das, was Diversität ist, was dieser Prozess, wie er im Diskurs vorgebracht wird, was da eingefordert wird. Ne? Ja, leider passiert viel zu wenig. Es gibt kein Geld für wichtige Projekte, die vielleicht auch zur Integration oder zu dem Gefühl beitragen könnten, dass Menschen angenommen sich hier fühlen, als ein Teil der Gesellschaft fühlen und dann auch teilhaben wollen deswegen. Ne? Danke. Ich glaube, ja. Im Sinne, dieser Begriff, also am Anfang war Inklusion, tatsächlich, wie Cengiz gesagt hat, es geht, wir haben Integrationspolitik, die ja
seit Jahrzehnten uns eingeredet werden, sozusagen Gleichartigkeit, ja, Unverwechselbarkeit. Wir müssen möglichst gleiche Aussprache haben, ja, nicht eben andere Akzents und. Alles, was abweicht, was anders ist, ist dann quasi integrationsstörend. Wenn wir wegkommen von diesem Integrationsgedanke hinkommen, so Inklusion, sozusagen diese Mehrfachzugehörigkeiten, das Anderssein unter Anführungszeichen normal ist, dann kommen wir vielleicht ein Stück weiter gedanklich. Aber diese Gleichwertigkeit, also nicht Gleichartigkeit, muss natürlich gestützt und entwickelt werden. Weil auch Stiftungen angesprochen wurden. Ich habe in Österreich eher so sehr populistische Integrationsdiskussionen. Auch über Stiftungen werden Dinge vielleicht am liebsten finanziert, so Bereicherung, Vielfalt, sozusagen ein bisschen Seelenmassage, ein bisschen Mitleid mit armen, von Gewalt betroffenen Frauen, ohne dass die Themen unwichtig erkläre. Also es wird strukturelle Fragen, zum Beispiel, man bringt bei keiner Stiftung oder irgendwelche Ausschreibungen unter, man kriegt dafür keine Stimme. Und bei staatlichen Sachen ist es wirklich teilweise mühsam. Spricht man die Dinge laufend an, man wird sozusagen als Opfer, naja, schon wieder Opferrolle und man kommt nie davon weg. Spricht man nicht an, dann ist man isoliert, rückgezogen. Also es ist irgendwie so eine Spirale, wo man nicht rauskommt. Ich glaube, wichtig ist, dass diese Tendenzen uns nicht dazu bringen können, dass wir uns immer zurückziehen zu unserer ethnischen Community, Parallelstrukturen und Ähnliches, sondern wir müssen eher sozusagen Coping-Strategien entwickeln, trotz dieser strukturellen Mechanismen, trotz dieser staatlichen Gedankengang. Ansonsten wird noch schwieriger, die strukturellen Strukturen, die dann entstehen, wird dann wiederum an Migranten, Migrantinnen vorgeworfen, ihr wollt euch eh nicht. Und macht eigene Strukturen. Also deswegen ist wir befinden uns in diesem Spirale und trotzdem dürfen wir nicht aufgeben. Ich meine, manchmal hilft es zum Beispiel nur, dass nicht mein Fall war. Deswegen, ich bringe, Betriebsratwahlrecht war rechtlich nicht möglich im Parlament. Wir haben zum Beispiel Unterschriften gesammelt, weil am Anfang gesagt wurde, wenn man in den Gremien Beschlüsse fasst und so weiter, aber im Parlament wurden einfach keine gesetzlichen Änderungen durchgeführt, von allen getragen. Und 10 Jahre lang hat es gedauert, durch Klagen in Instanzen, so im Inland, Europäischer Gerichtshof, UNO-Menschenrechtskonvention, man kommt dann zu diesem Recht. Das heißt, man darf nicht aufgeben, wenn jetzt österreichische Landesregierung Menschen, die seit Ewigkeit da leben, vom Wohnbeihilfe ausgrenzen, dürfen wir nicht aufgeben. Wir müssen sagen, okay, dann müssen die halt unsere Gerichte entscheiden, dann müssen gegebenenfalls international ratifizierte Verträge angeschaut und auch beim Europäischen Gerichtshof oder wie immer geklagt. Also es ist mühsam, aber es zahlt sich aus, irgendwie in diese Richtung, also sich Empowerment weiterzumachen, also um nicht in pessimistische zu verfallen. Danke, Vedran. Du möchtest auch gerne noch was sagen? Ich wollte nur zwei Punkte kurz erwähnen. Einerseits einen Punkt, der, glaube ich, mit einem Strukturmerkmal der österreichischen demokratischen Öffentlichkeit und der politischen Landschaft zusammenhängt. Und zwar, das ist die Tatsache, dass wir auch zum Beispiel im österreichischen Parlament und bei den österreichischen politischen Parteien weiterhin doch eine rechtskonservative Grundhaltung haben in Bezug auf Migrantinnen und Migranten und dass die Parteien, die politischen Parteien selbst nicht unbedingt offensiv
um die Migranten, Migrantinnen werben einerseits und andererseits auch die Prozeduren und die Verfahren und auch die Strukturen innerhalb der Partei oft sehr konservativ und träge sind, sodass auch die engagierten Migrantinnen und Migranten sehr schwer jetzt den Weg an die Spitzen der politischen Funktionen auch finden. Das spiegelt sich sicher wieder im österreichischen Parlament. Zwar gibt es jetzt einige Abgeordnete bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten, mit einem Migrationshintergrund, wenn man das vergleicht mit dem Deutschen Bundestag zum Beispiel, mit der Zusammensetzung des Deutschen Bundestags nach den letzten Wahlen, wo wir eine sehr starke Verjüngung einerseits gesehen haben, auch sehr viel mehr Frauen, aber auch Migrantinnen und Migranten oder Menschen mit Migrationsvorder- oder Hintergrund im Deutschen Bundestag, dann sieht man hier, dass Österreich wirklich hinterherhinkt. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die auch in vielen, also in der Volkspartei nicht geführt wird, bei den Freiheitlichen sowieso nicht stattfindet, bei den Sozialdemokraten und bei den Grünen in Ansätzen, aber natürlich in den Niederungen des alltäglichen politischen Kampfes auch das teilweise verdrängt wird. Und ich glaube, da braucht es wirklich eine riesengroße neue Vergewisserung und eine Veränderung dieses Strukturmerkmals. Zweiter Punkt, den ich noch machen wollte, auch vielleicht durchaus anschließend an das, was Mümtaz gemeint hat, immer wieder diese, also in Diskussionen wie diesen haben wir dann doch die Tendenz, schnell festzustellen, was falsch läuft. Also ich glaube, das geht recht schnell und da sind wir auch ziemlich kritisch und glaube ich, haben auch genug Daten und Studien dazu. Wir sind auch ganz gut darin, Vorschläge zu entwickeln, also was man machen könnte. Nun sieht man, dass es eben seit längerer Zeit und seit langer Zeit nicht wirklich eine Verbesserung gibt. Und dass in der letzten konservativen schwarz-blauen Regierung, aber auch unter der Kanzlerschaft Kurz, dass es eher zu einer Regression gekommen ist in diesem Bereich. Und da stellt sich für mich die grundlegende Frage, wie gestalten wir den Diskurs und ein Gespräch mit jenen, die wirklich auf der rechtskonservativen, sehr reaktionären Seite in Bezug auf die Migranten, Migrantinnen-Diskurse und Fragen stehen. Genau dieselbe Frage, die wir uns auch jetzt gestellt haben bei den Corona-Protesten. Also wie finden wir den Zugang zu jenen Menschen, die ganz einfach prinzipiell, strukturell aus unterschiedlichen Gründen jegliche Form eines Dialogs verweigern, die wir nicht erreichen, die teilweise auch bei den Rechten, bei den Mitte-Rechtsparteien auch die Mehrheit der Wähler und Wählerinnen ausmachen. Und wie schaffen wir es, dass wir aus unseren Kreisen, wo wir dann über Inklusion reden und uns vergewissern, dass das, was notwendig ist, dass man tatsächlich diesen Diskurs breiter, gesellschaftlich breiter macht. Also ich glaube, da gibt es eine ganz große Schwäche und da finden wir auch die Mechanismen nicht. Also genauso wie wir die Mechanismen nicht finden, diese jetzt im Rahmen der Corona, im Kontext der Corona-Krise, diejenigen zu erreichen, also die wirklich sich aus dem demokratischen Diskurs verabschiedet haben, finden wir auch in einem größeren Ausmaß nicht die Mechanismen, jene anzusprechen, die immer noch der Meinung sind, Österreich ist ein Land der Österreicher und Österreicherinnen, die anderen müssen sich anpassen und wenn sie brav sind, also werden sie irgendwie zu uns irgendwie zugelassen und akzeptiert. Also ich glaube, das ist wirklich echt ein Riesendilemma. Ich habe auch selbst keine Antwort dazu. Danke, Vedran. Möchte sich da sonst noch jemand dazu äußern oder hat da jemand dazu eine Antwort? Ja, Ines? Also ich weiß nicht, ob ich eine Antwort habe, aber ich habe ein paar Überlegungen und irgendwie zwei Punkte, die sich für mich zeichnen. Das ist halt natürlich ein langwieriger Prozess, aber auf die Frage, wie treten wir in Diskurs mit den Menschen, die halt rechtskonservativ sind oder die halt befürchten, wenn Migrantinnen Rechte haben, wenn Migrantinnen leichter die Staatsbürgerschaft bekommen, wenn Migrantinnen auf einmal überall teilnehmen, verliere ich ja etwas oder das ist ja für mich eine Gefahr. Und ich glaube, das ist halt das Schwierige, dass es eine klare politische Kommunikation gibt und dass das von mehr als nur einer oder zwei Parteien vertreten wird. Ich verliere nichts, wenn jemand anderen dieselben Rechte bekommt wie ich. Ich verliere nichts, wenn Migrantinnen leichter die Staatsbürgerschaft bekommen, weil wenn die Integrationspolitik und die Linie, die von der ÖVP jetzt halt auf Bundesebene auch propagiert wird, am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses steht die Staatsbürgerschaft. Und ich komme aber nie zum Ende des Prozesses, weil es so schwierig ist, dass ich die Staatsbürgerschaft kriege, weil es teuer ist und rassistische Strukturen und so viele Voraussetzungen, dann rennen wir da irgendwie im Kreis. Und das irgendwie greifbar zu machen, weil ich glaube, ganz viele Menschen, vor allem österreichische Staatsbürgerinnen, die nie den Prozess durchlaufen haben, wissen gar nicht, was dahinter steht. Und wenn man das ein bisschen greifbarer macht, wird es viel klarer und eigentlich auch absurd,
was wir von Menschen verlangen, damit sie die Staatsbürgerschaft kriegen, damit sie das tun, was wir von ihnen verlangen, sich nämlich einzubringen und politisch teilzuhaben oder sozial irgendwie an soziale, gesellschaftliche Teilhabe zu haben. Und der zweite Punkt ist für mich, Diversität als Bereicherung zu sehen und das halt auch schaffen, das zu kommunizieren und das zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wir alle, die da jetzt sitzen und diskutieren, wissen, was es heißt, aber halt auch konkret irgendwie spürbar zu machen. Diversität als Bereicherung fängt schon im Kindergarten oder Volksschule an. Ich meine, wie super ist es, wenn ein Kind mit 2 oder 3 Sprachen in die Schule kommt und es hat noch nicht einmal angefangen, dass es irgendwas lernt. Und dass man das auch nicht irgendwie als Bedrohung sieht, sondern eigentlich als Riesenchance. Oder wenn ich im Job, im Arbeitsplatz bin, ist es super, wenn ich, Migrare ist da das beste Beispiel, wenn ich mehrsprachige Mitarbeiterinnen habe und automatisch auch die Kundinnen und Klientinnen in ihrer Muttersprache darüber reden kann oder die Barriere da gar nicht habe. Also ist eigentlich gelebte Inklusion und Diversität. Und Kunst und Kultur, also überall, wo es quasi konkret und niederschwellig ist und klar wird, eigentlich ist, also es gibt es viel mehr Gemeinsamkeiten und es ist auch okay, wenn wir plurale Identitäten haben. Also das macht es ja nicht unbedingt einfach, aber das sehe ich irgendwie so als die 2 zentralen Punkte, wie man Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, trotzdem irgendwie dafür sensibilisiert. Mhm. Danke Ines. Gerd Walchers? So. Ja, also so die einfache Antwort habe ich jetzt leider auch nicht auf Lager, aber ich würde zu all dem, was bisher gesagt worden ist, noch was anderes ergänzen. Zum einen, glaube ich, braucht es ja einfach Sensibilisierungsarbeit. Es ist vielen tatsächlich immer noch nicht bewusst, wie stark dieser Ausschluss ist und wie groß diese Gruppe ist von Personen, die mitunter seit 10 Jahren oder länger im Land leben. Also da gibt es viel so quasi an Informationsbedarf auch noch. Manchmal, gerade bei so Diskussionsgruppen wie dieser hier, hat man den Eindruck, das wissen ohne dies schon alle, aber eben dieses Wissen ist trotzdem noch nicht so weit verbreitet. Also nur nochmal das zu illustrieren. In Österreich weit sind das mehr als mal sind das ungefähr 1,2 Millionen Menschen, die da vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Das entspricht der Gesamtbevölkerung der Steiermark. Also das muss man sich mal sozusagen vergegenwärtigen auch. Und der zweite Punkt ist, der ganz wichtig ist, auf das ich zunehmend auch hinweisen möchte, ist, eine Art Verschiebung der Betroffenheit. Natürlich sind die Personen, die ganz individuell selbst vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, davon betroffen, denn sie werden im politischen Gefüge in keinster Weise repräsentiert, sie werden nicht gehört. Es gibt keine Politik, die da für sie gemacht wird. Aber das ist noch nicht alles. Durch diesen massiven Ausschluss eines großen Teils der Bevölkerung kommt es auch zu einer Missrepräsentation anderer Bevölkerungsgruppen. Also was meine ich damit? Beispielsweise das Alter, die Altersgruppen spiegeln sich im Elektorat, also bei den Wahlberechtigten, nicht mehr wieder im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Also das Elektorat ist einfach überaltert. Es gibt eigentlich in der Bevölkerung viel mehr junge Menschen, viele davon sind aber nicht wahlberechtigt. Und was hat das für Auswirkungen? Dass andere junge Menschen, die zwar selbst wahlberechtigt sind, unterrepräsentiert sind. Das heißt, die sind davon betroffen, dass andere nicht wahlberechtigt sind. Die Stimme der Jungen wird zu wenig gehört im politischen Gemeinwesen und damit sind viele betroffen. Viel mehr als selbst individuell nicht wahlberechtigt sind. Und dasselbe gilt für städtische Bevölkerung versus ländlicher Raum. Der ländliche Raum ist im politischen Gemeinwesen eigentlich überrepräsentiert. Wenn wir Wien und Niederösterreich miteinander vergleichen, Wien und Niederösterreich haben ungefähr gleich viele Einwohner. Niederösterreich hat aber mehr Wahlberechtigte als Wien. Das heißt, auf Bundesebene ist Wien eigentlich unterrepräsentiert. Und das kann ich dann jetzt für einzelne Stadtteile oder Bezirke noch einmal runterbrechen. Und natürlich, wenn wir uns den sozialen Ausschlussfaktoren anschauen, dann sehen wir auch, dass Personen mit geringeren Einkommen im politischen Gemeinwesen unterrepräsentiert sind, selbst wenn sie selbst wahlberechtigt sind. Und das muss man einerseits den Personen selbst klar machen, dann würden sie sich vielleicht auch für ein Wahlrecht für die anderen einsetzen, weil das auch ihre eigene Position stärkt und natürlich den Parteien. Weil die haben hier ein potenzielles Wählerpotenzial, Wählerinnenpotenzial, das sie nur dann ansprechen können, wenn diese Personen wahlberechtigt sind. Das heißt, es ist im Interesse natürlich der Parteien auch, dass die Bevölkerung zur Gänze wahlberechtigt ist.
Danke sehr. Cengiz, du hast da die Hand gehoben. Ja, ich danke für die, auch ich möchte mich bedanken für die tolle Diskussion und die Ausführungen. Ich wollte nur was ergänzen, was so Punkte wären, wo man ansetzen könnte. Und selbst das ist noch immer ein bisschen breit. Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass Migration, Zuwanderung in den letzten Jahrzehnten ständig als ein Problem dargestellt wurde, mit dem man irgendwie zurechtkommen muss und wo es eben eine Bedrohung, die von diesem Phänomen, von dieser Dynamik ausgeht. Ich glaube, wir müssen den Diskurs, einen Gegendiskurs entwickeln, nämlich Migration als eine Ressource. Und ich glaube, das geht einher mit auch positiven Geschichten, die erzählt werden müssen. Jetzt, ich spreche nicht nur, weil da jetzt im Chat habe ich gesehen, so was die Bereicherung für die österreichische Küche war und wie die österreichische Kultur davon profitiert hat. Ja, durchaus auch, aber ich meine positive Geschichten auch der Migration an sich. Also das ist, was mich sehr beeindruckt hat, ist zum Beispiel in Deutschland, habe ich gesehen, so eine Plakette am Hauptbahnhof in München, die darauf hinweist, zum Gedenken an, haben sie ein Einzelschicksal herausgeholt, darauf hinweist, dass Fatma so und so im Jahr 1960, ich weiß nicht mehr genau das Datum, hier angekommen ist, alleine als Frau und dann hier eine Existenz aufgebaut hat, ihre Kinder nachgebracht hat und darunter so auch dann der Dank für ihren Beitrag für die deutsche Entwicklung der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft und für ihren Beitrag. Ich glaube, es braucht auch solche sichtbaren Symbole, die darauf hinweisen, was Migranten, Migrantinnen zu diesem Land beigetragen haben. Ich glaube, es muss mehr Informationen geben zu den Ländern, aus denen Menschen eingewandert sind. Auch das kann eine positive Geschichtenerzählung sein. Es ist nicht nur so, dass Österreich eine Kulturnation ist. Es gibt auch andere Kulturnationen in der Welt. Also es ist nicht so, dass das alles nur hier erfunden würde oder sagen wir so, dass die österreichische Kultur über anderen Kulturen steht. Ich glaube, dass über Musik und auch die Geschichte und Informationen einfach ein anderer Zugang ist. Ich bin jedes Mal schockiert, wie präsent die Türkei in den österreichischen Medien ist, in den öffentlichen Debatten, wie viele MigrantInnen, die es aus der Türkei zugewandert sind und mit wie viel Unwissenheit und Ignoranz man nicht nur im Alltag, sondern auch in den Medien, wenn es um die Türkei und die türkische Kultur, die türkische Geschichte geht, oder konfrontiert ist. Ja, also allein zum Beispiel, dass niemand was über das Osmanische Reich weiß, das ist sozusagen das Böse, die bösen Belagerer vor Wien gewesen, aber alles andere interessiert uns nicht. Also es ist sozusagen die österreichische nationale Identitätsbildung auch sehr stark über diese Abgrenzung vom anderen findet da statt. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Das sind Schulen, da können Vereine auch was beitragen. Ich meine, die ganz einfachen Lösungen habe ich natürlich auch nicht. Aber ich glaube, da gäbe es viel Raum, wo man es machen kann. Einen letzten Punkt nur, weil wie soll man mit so rechten Diskursen umgehen? Also ich glaube, da haben wir auch eine Anna-Lindh-Veranstaltung vor ein paar Jahren gemacht, wie mit Rassismus und Ausländerfeindlichkeit umzugehen. Was da aus diesem Workshop herausgekommen ist, was mir in Erinnerung ist, es gibt so eine Core-Gruppe, eine Kerngruppe, an die kommt man nicht ran, das kann man vergessen. Also das ist, da eine Überzeugungsarbeit zu leisten, ist vollkommen vergebene Mühe. Aber es gibt rund um diese Kerngruppe weitere Kreise an Leuten, die vielleicht irgendwie irgendetwas in diesen rechten Diskursen finden, wo sie anknüpfen können, aber auch eine gewisse Offenheit haben für andere Argumente. Ich glaube, es ist diese Grauzone an Menschen, die man erfassen kann mit ganz guten Argumenten oder auch mit eben solchen positiven Geschichtserzählungen, mit Narrativen, mit Interesse für andere Kulturen vielleicht. Danke, Cengiz. Wir kommen jetzt schon zum Ende. Es ist schon ein paar Mal angesprochen worden, aber ich wollte es gerne nochmal aufgreifen. Die österreichische Aufnahmegesellschaft, die ja
auch nicht immer ganz im Bilde ist über diese Prozesse, die wir da jetzt sprechen. Was könnte man machen, damit man diese jetzt besser einbindet, jetzt auch losgelöst von der Politik und von den migrantischen Organisationen oder Gruppen? Wenn keiner antworten möchte, ist auch okay. Es gibt bei den Zuschauern noch eine gehobene Hand. Da teile ich gern die Sprecherlaubnis. Selin, das müsste jetzt funktionieren. Hören Sie mich, ja? Ja. Danke. Ich bin Selin Çalayan und ich bin Studierende an der Universität Wien und ich wollte über die Jugendlichen etwas fragen. Wie Sie wissen, es gibt nicht nur Migrantinnen aus der Türkei als Gastarbeiter, sondern es gibt jetzt ein Brain Drain oder sogenannte auch die Leute, die hier zum Studieren kommen. Ne? Und ich finde, es gibt eine große Vorurteile wegen der Regierung so in der Türkei an die Jugendlichen und wie finden Sie diese Lage? Ich finde, Migrantinnen haben hier einen vielleicht Nachteil, die sind benachteiligt, aber die frisch hier gekommen sind, haben die wollen nicht in der Türkei leben, nicht in der Türkei studieren. Und wenn die auch im Ausland sind, die haben auch so dagegen Vorurteile und die sind so inzwischen geblieben. Und wie finden Sie diese Situation? So, danke schön. Danke für die Frage. Soll ich drauf was sagen? Ich finde diese Situation furchtbar. Ich finde es auch, und ich glaube, es hängt eben mit dieser Ignoranz und Unwissenheit zusammen, die es in Bezug auf die Türkei gibt. Die Türkei wird auch in den Mediendiskursen, öffentlichen Diskursen mehr oder weniger mit Tayyip Erdogan gleichgesetzt. Es gibt eine sehr undifferenzierte Debatte über auch die politischen Auseinandersetzungen, die Opposition, die starke Frauenbewegung, die sich in der Türkei in den letzten Jahren gebildet hat. Darüber gibt es kaum etwas. Auch das Wissen über den Autoritarismus in der Türkei ist nicht da. Also für viele ist das System in der Türkei etwas gleichzusetzen mit dem System in Nordkorea. Das ist es natürlich nicht. Es ist ein viel komplexerer Autoritarismus, der in der Türkei vorzufinden ist. Und ich glaube, das führt dazu, dass das Wissen in der Türkei, in Österreich über die Türkei und die Lage dort einerseits spärlich ist und andererseits aber die Leute glauben, sie wissen viel, weil es eben so präsent ist in den Medien. Und das ist eine furchtbare Kombination, dass Leute, die aus der Türkei sind, sich mehr oder weniger ständig deklarieren müssen, ob sie für oder gegen Erdogan sind, ob sie und wie sie konkret dagegen sind, auch wie sie zur Kurdenfrage stehen und so weiter oder zur Kopftuchfrage. Also man muss sich ständig mehr oder weniger politisch, wie soll ich sagen, legitimieren, dass man überhaupt sozusagen zu einem Gespräch dann vorgelassen wird. Und das finde ich, das sind auch viele Ausschlussmechanismen drinnen, die nicht absolut nicht okay sind. Und ich finde, das sollte man sich auch nicht gefallen lassen. Danke, Cengiz. Wir haben jetzt eigentlich auch die Endzeit von unserer Diskussion punktgenau erreicht. Wenn niemand mehr Kommentare hat oder gerne noch irgendwas loswerden möchte, würde ich die Veranstaltung beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Teilnahme an die Expertinnen, aber auch an die Zuschauerinnen fürs Dabeisein und wünsche Ihnen jetzt eine schöne Mittagspause und einen schönen Nachmittag. Danke, Karina. Danke an alle. Danke allen.
Schönen Tag noch. Ja, ebenfalls. Dankeschön. Schönen Tag euch noch. Ja, ciao. Ciao, Papa. Ciao. So. So. Also, dann verlasse ich es auch. Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.